willkommen. Was sagst das du war gerade quasi ein Kaltstart, wenn man so möchte, zum Vorspiel also, Fortuna Düsseldorf gegen Dynamo Dresden, der morgigen letzten Partie des dies wochenendlichen Zweitligaspieltags. Hier haben wir schon die Aufstellung der Fortuna. Sie versuchen mit der bei mir Aufstellung mit Viererkette und Tom Hoffmann bekommen, im defensiven ganz Mittelfeld. Schmitz, Fink, Usami bilden da die Dreierreihe und Hennings und Kujovic im Sturm. Auf der Ersatzbahn tummelt sich, wie man sieht, eine Menge Nachwuchs. Lukoki, Dümann etc. einfach der aktuellen Personalsituation dieses der Fortuna Pressing, was immer geschuldet. Dynamo Dresden mit Philipp Heise, der eigentlich gesperrt ist hier, sei es drum, Düsseldorfer Jung und Lumpi Lamberts, der zurückkehrt nach Düsseldorf. Ansonsten gibt es über Dresden zu sagen, sie kommen sicherlich formtechnisch auch nicht gerade Topform für uns. Letzten Montag in den letzten 5 Minuten noch eine 1-0 Führung gegen die nicht gerade unfassbar starken Lauterer verspielt in einer 1-2 Heimniederlage. Mal sehen, was das dann morgen geben wird, beziehungsweise heute dieses Vorspiel. Tja, Usami kriegt mal wieder eine Chance und links Ansgar sehen wir ihn schon. Ansgar von Hauenstein, der graue Wolf, pfeift die Partie. Und dann mal los. Anpfiff und los geht's. Ja, das erste Missverständnis, da ist es auch schon. Konrad. Und direkt zurückgespielt. Aber Olli Fink passt auf. Das könnte eine Gelegenheit werden. Macht es alleine. Ja, fieses Foul. Das ist eine gute Gelegenheit. Mensch. Da kriegt der Lumpi so früh gleich die gelbe Karte. Leicht. Jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des sieht Lumpi aber nun wirklich nicht ähnlich. Das kann man auch sagen. Sei es drum, den Freistoß nehme ich gerne, zumal die Flanke ja nicht gefährlich kam. Ach, was ist das denn? Da habe ich den aber nicht hingezielt. Abwehr hat aufgepasst. Nee. Jetzt ist der Ball weg. Hennings. Ah, das weg war ist der Ball. Da ist der Ball weg. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Super durchgesetzt. Warum steht denn der da so frei? An die Latte. Oh, was für eine kostet mich schon wieder Nerven hier. Druck und das Aluminium rettet sie. Zimmer. Fink. Das könnte gefährlich werden. Könnte es, ja. Jetzt vielleicht. Super, das Tor muss er machen. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Abgestaubt, aber so kann's weitergehen. Who cares? Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Oh, da haben die Verteidiger ihn aber im Stich gelassen und so kannst du den Gegentreffer irgendwann dann nicht mehr verhindern. Lukas Schmitz. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Lamberts. Schade. Fink. Ja, mit viel Übersicht. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg.
Da können Sie erst mal klären. Hennings. Und jetzt die Chance. Zu früh gestartet. Es gibt wenn er da nicht im Weg gewesen wäre und dann auch den Ball so blöd abfälscht. Schade. Also Abseits ist natürlich vollkommen korrekt, aber ich glaube, der wäre sehr gefährlich gekommen. Mist. Der Ball ist weg. Jetzt könnte der Gegner angreifen. Seguin. Wird das eine Torchance? Jetzt der Schuss. Aber das knapp. Das war nicht gut, aber ich würde mir dann auch wünschen, dass meine Computerspieler auch mal an so einen Pass rangehen. Das macht nämlich der gegnerische Computer auch. Was ist das denn zum Henker? Guter Steilpass. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Mein Gott. Vogelwild. Mit dem Ball am Fuß. Er zieht ab. So, das nächste. Leck mich doch am Arsch. Eine torreiche Partie werden. Gefällt mir ja bisher richtig gut. So kann es weitergehen. Einmal durcheinander und schon kriegt man das Gegentor. Wie dumm war denn das? Da kann man sich selbst aufregen. Ja, und jetzt klappt natürlich gar nichts mehr. Wird's jetzt gefährlich? Lamberts. Das sieht vielversprechend aus. Da holt er den Ball zurück. Jetzt eine gute Flanke. Und das gibt Eckball. Menschenskind, ey. Jetzt die Ecke. Der Keeper schnappt sich den Ball. Ganz sichere Aktion. Seguin. Ein guter Doppelpass. Jetzt wird's gefährlich. Fink. Das frühe Stören jetzt. Kahn Eihahn. Hoffmann. Schmitz. Da steht die Abwehr sicher. Dran. Und den spielt er gleich wieder zurück. Lamberts. Fink. Jetzt könnte es gefährlich werden. So langsam wird es gefährlich. Da ist die Flanke. Die Chance da. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Nein. Super dazwischen gegangen. Lapa. Konrad. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Seguin. Er schießt. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Jetzt müssen sie aufpassen. Macht er ihn? Nee, den Ball trifft er nicht so gut. Gut aufgepasst. Also gefühlt sind Computerspieler immer aufmerksamer als meine eigenen. Hereingabe jetzt. Und das nervt mich bei FIFA 18 so, ungemein. Erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Was das Entgegengehen von Pässen und sonst was betrifft. Fairer Einsatz hier. Ne? Auch das hier, ich kann es nicht besser kontrollieren in dem Fall. Das sind große Momente es für ist klasse gehabt. Aber wenn das Spiel mir dann einfach dafür einen Abstoß gibt. Hier passieren mitunter seltsame Dinge. Ganz klar. Weg ist der Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Fängt diesen Ball ab. Und Endstation. Klasse Technik.
Heise. Das war ein bisschen too much. Das könnte eine Gelegenheit werden. Könnte. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Hoffmann. Ja, das hat zu langsam. Lambert. Könnte jetzt was werden. Zimmer. Hoffmann. Nee, Missverständnis. Seguin. Raphael Wolf. Hm, den Namen kennt er sogar auch. Dann. Boah, das sind Fehlpässe. Da packst du dir an den Kopf. Fink. Nein. Zimmer. Fink. So, Hoffmann. Ah, da ist er dann zu langsam im Antritt, um den Raum hier auch mal nutzen zu können. Und man kann dann nicht mal die Bälle vernünftig ablegen. Ja, wenn man selber die Hilfen ausschaltet, aber man hat immer das Gefühl, der Computer hat sie irgendwie drin. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Das ist wirklich nervig. Eigentlich muss man gegen den Computer immer mit sämtlichen Hilfen eingeschaltet. Das war abseits, oder nicht? Spielen. Aber das ist irgendwie langweilig. Ganz geduldig machen sie das hier, lassen den Ball schön laufen. Ja. Es hat jetzt nichts mit realistischer Ballführung der echten Dynamo-Mannschaft in ihrem aktuellen Zustand zu tun, aber das kennen wir ja schon von FIFA. Dass im Grunde auch Zweitligisten gelegentlich den Barcelona-Modus rausholen. Tja. Gieselmann. Guck es sich an, ey. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ja, und es braucht dann wieder 5 Minuten, bis Hennings da vorne aufwacht und sich zu dem Ball hinbegibt. Das ist der Unterschied. Das ist natürlich harmlos. Und die Computerspieler sind aufmerksam. Was soll ich daran machen? Und das war einfach bei FIFA 17 nicht so sehr. Also so extrem. Zimmer. Ich muss echt sagen, FIFA 18, große Enttäuschung. Das könnte die Chance werden. Ja, Kujovic, dafür leider zu langsam. Wenn das Hennings gewesen wäre. Seguin. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. So, was machen Sie draus? Abseits. Abseits. Ist wohl Tick zu früh gestartet. Das machen Sie draus. Jupp. Kahn Eier. Zimmer. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten. Ach, also diese Pässe machen mich wahnsinnig. Sauber vom Ball getrennt hier. Ein Passchaos, Zimmer. Ein Passchaos. Ja, Usami, lauf doch mal. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Nee, komm, spiel's gescheit. Und das ist der Ballverlust. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich meine, okay, die haben nach dem Update das mit dem Passspiel irgendwie umgestellt, aber eine gute erste Hälfte hat er da gespielt.
Ach, das ist mir herzlich egal. Das war nicht so toll. Tja, personell. Ja, zurzeit bei der Fortuna sind da ziemlich die Hände gebunden. Man könnte über Nielsen nachdenken. Grujovic. Außer dass er im Weg stand bei einem guten Torschuss von Hennings. Na egal. Wir schauen mal. Aber wir können es mal etwas offensiver angehen. Da haben wir doch gleich mal Kujovic. Jetzt die Flanke. Die Flanke bleibt hängen. Naja. Aber es war natürlich auch ein dankbarer Fehlpass, ne? Des Gegners. Soll es ja auch geben. Ecke kommt rein. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Man muss irgendwie nicht erwähnen, dass ich eigentlich nicht in diese Richtung gedrückt habe. Und der Ball lieber wieder zurück. Das ist wohl heute so mit den Pässen hier. Das ist doch ein Wahnsinn. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Jetzt müssen Sie aufpassen. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Hoffmann. Ja, den habe ich nicht gesehen. Ja, okay. Konrad. Lambert. Hoffmann als Spielmacher ist dann auch auf dem Spielfeld, sagen wir mal, nicht die beste Lösung. Und hier jemand mal zumachen. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht platziert. Ist aber nicht platziert, ja. Kahn Eihahn. Den Ball spielt er raus. Zimmer. So, ein bisschen mehr Offensivdrang wäre wirklich schön. Wenn jetzt mal einer gescheit startet, aber bis der Hennings den Ball verarbeitet hat, ist natürlich eigentlich auch schon wieder Feierabend. Fink. Ich dann alles hier direkt machen. Ja, und dann ist er weg. Oh, man bleibt am besten noch verletzt liegen, das wäre natürlich dann noch besonders toll. Das war allerdings auch ein Traumpass vom Computer. So, Hennings wieder frisch, oder? Fink. Aber dem Moment, in dem ich schon den Pass gedrückt habe, läuft der Computerspieler natürlich extra wieder weg. Ah. Künstliche Intelligenz, du gehst mir auf den Keks. Nee, jetzt dazwischen, zack. Gut aufgepasst. Schöne Flanke jetzt. Aber ich gebe dem Computer ja eine zweite Chance. Den Chance-Kind hier. Jetzt eine Chance einbringen. Und seit seiner Verwarnung muss er hier aufpassen. Deshalb kommt jetzt ein neuer Akteur. Geht. Und die Auswechslung geht sicher in Ordnung. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Schöne Bewegung. Danke auch, dass der Computer in dem Moment den Spieler wechselt. Aber ich habe auch nichts zu lamentieren. Es hat ja keinen Zweck. Fakt ist aber, dass ich offensiv echt nicht sehr viel auf die Kette kriege. Hoffmann. Ja, und in dem Moment, in dem Kujovic da ist, ist er auch schon wieder weg. Nicht mal die Bälle werden gehalten. Berko. Tja, das war keine gute Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Er kann klären. Konrad. Ach, Hennings hat sich verletzt. Ja, großartig. Das spricht ja für mehr gute Offensive. Ganz wichtige Aktion. Ach, es macht mir überhaupt keinen Spaß hier, wirklich. Ich weiß nicht. FIFA 18 jetzt mehrere Monate und ich habe den Spaßfaktor noch nicht entdeckt.
Konrad. Das könnte die Chance werden. Seguin. Sieht gut aus, was sie da machen. So, man stelle sich vor, Dynamo Dresden könnte so Fußball spielen, wie sie es hier tun. In echt. So, jetzt müssen wir noch... Ach, ist Kujovic. Na gut. Dann nehmen wir den raus. Das war dann doch die beste Gelegenheit dafür. Ja, und sollen wir es taktisch irgendwie umstellen? So richtig klappt das ja nicht, ne? Na, zwei Stürmer bleiben schon. Eigentlich ist Nielsen ja tendenziell einer für eher etwas dahinter. So probieren. Ja, aber wer macht die zweite zentrale Rolle? Es ist gerade etwas eingeschränkt bei der Fortuna personell für dieses Spiel. Auch kein Raman zur Verfügung. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, da fehlen dann die Außenbahnen. Nee. Was machen wir es einfach mal ganz stur so. Und schauen, was wird. Da sind, wer steht besser? Ein klasse Tor. Der Trainer nimmt ihn runter. Die Verletzung scheint schlimmer zu sein. Ja, da muss man das eben auch einsehen, wenn es nicht weitergeht. 2-1, hier ist noch alles drin. Hoffmann. Gieselmann. Und auch da ist mein Spieler natürlich wieder zu spät. Seguin. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Hallo? Da stand er gut und gibt Freistoß. Ich würde sagen. Hoffmann. So, ist hier irgendeine Anspielstation in der Nähe oder lassen wir das? Bevor er Risiko geht, lieber zum Torwart. Gieselmann. Was ist denn das? Kein Zweifel, das ist Freistoß. Das gibt Einwurf. Ist das zäh, ist das lahm. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, ich weiß es nicht. Wird's jetzt gefährlich? Flanke kommt. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Guter Ball nach draußen. So, was machen Sie draus? Schießt er ihn rein? Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, meistens schießt der Computer dafür dann, als würden die Entwickler selber wüssten, dass sie viel zu gut im Feld selber sind, haben sie meistens einen miserablen Abschluss. Bis dann irgendwie irgendwann der Ball kommt. Da gewinnt er den Zweikampf. Das frühe Stören jetzt. Fink. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Harvard Nielsen. Nein. Da kommt nichts durch, ne? Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Und das ist der Ballverlust. Weil immer mein Spieler nicht aufwacht, aber der Computerspieler schon voll da ist, mit Schaum vor dem Mund und am Ball ist. Wie soll ich es machen? Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Nee, jetzt geht es nochmal mit einem taktischen Wechsel. Weiter, das kommt ja so einfach nicht hin.
Also machen wir noch einen Offensiven nach vorne. Offensiv, offensiv, offensiv. Hennings in die Mitte. Usami nach außen. Nielsen dahinter. Ja, wen nehmen wir denn runter? Wir nehmen tatsächlich Hoffmann runter. Quatsch. Hallo, darf ich denn mal? So. Und dann gucken wir mal. Ja, wir haben ja außer Lovren im Grunde keinen mehr zur Verfügung. Komm, tauschen wir hier mit Usami mal die Seite. Mal gucken, wie das wird. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Konrad. Da kommt der Pass auf außen. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Nee, jetzt vor allem keine Anspielstation. Und wenn ich dann schon wieder sehe, wie der Computerspieler in dem Moment, in dem ich die Taste gedrückt habe, schon wieder wegläuft. Mein Gott. Nur noch wenige Minuten und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Da kommt der Pass. Das war mit Abseits. Jetzt vielleicht. Oh, kein Tor. Da hatten viele hier schon den Torschrei auf den Lippen. Das war doch Abseits. Ist doch alles egal. Das Spiel ist scheiße und ja, was soll's. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Heise spielt den Ball. Ja, wenn sich die Lage in den Foren und vor allem auch international anhört, dann bin ich nun wahrlich auch nicht der Einzige, der so denkt. Naja. Natürlich. Jetzt wird's gefährlich. Der Pass. Ja. Sehr aber genau. Natürlich. Wird abgefangen. Dabei brauchen sie so dringend einen Treffer. Sie liegen vorne, aber jetzt kommt trotzdem noch mal ein frischer Spieler. Ballverlust. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er versucht's. 5 Minuten sind es hier noch und sie müssen bis zum Ende konzentriert bleiben, wenn sie hier gewinnen wollen. Fink. Da ist jetzt Platz. Und da ist der Ball wieder weg. Per Kopf zum Mitspieler. Das macht er gut. Fink. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stocken. Spitz. Geht er rein. Abwehr hat aufgepasst. Klasse Zuspiel. Das war die große Chance und das wäre so wichtig gewesen, aber nun ist der Ball weg. Heise. Sehr gut aufgepasst. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Ja, mehr ist dafür nicht zu sagen. Zum Glück ist es echte Dynamo Dresden.
so viel schlechter. Ich hoffe, wir machen es morgen besser. Auf Wiedersehen und EA, ihr könnt mich alle gern haben. In diesem Sinne.